Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Auch ich konnte nicht widerstehen und habe mir von Mixgenuss das Mix ohne Fix bestellt und möchte heute mit euch daraus ein leckeres Rezept verfilmen. Und zwar hat mich total angesprochen die Sommernudeln mit Gemüse. Die möchte ich heute zusammen mit euch machen. Und zwar hört ihr bestimmt schon das Blubbern im Hintergrund. Das sind nämlich meine Nudeln, die jetzt gerade schon kochen. Und was ich auch schon vorbereitet habe, ist das Gemüse, was ich schon geschnippelt habe. Und zwar ist ganz unten eine rote Paprika irgendwo versteckt, 100 Gramm Karottenstückchen und eine Zucchini in feine Streifen geschnitten. Also ihr seht, ich habe sie relativ klein geschnitten. Ich habe das jetzt mit der Hand gemacht. Ihr könntet auch einen Julienne-Schneider verwenden, wenn ihr den habt. Den habe ich leider nicht, deswegen habe ich jetzt alles mit der Hand klein geschnibbelt. Das ist das, was ich schon mal vorbereitet habe. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt als erstes um die Soße, weil meine Nudeln schon kochen. Und zwar geben wir dafür 2 Knoblauchzehen. Im Rezept steht jetzt eine Knoblauchzehe. Ich gebe jetzt 2 Knoblauchzehen in den Mixtopf sowie 30 Gramm Parmesankäse in relativ kleinen Stückchen, habe ich mir den eben geschnitten. Und das Ganze wird 12 Sekunden auf der Stufe 7 zerkleinert. Das Ganze schiebe ich mir wie immer einmal nach unten. Und für die Soße braucht ihr jetzt relativ viele Zutaten. Ich habe Gott sei Dank alles im Haus und musste jetzt nicht extra noch irgendwas kaufen. Zum Beispiel Kardamom hatte ich jetzt noch von Weihnachten im Haus. Und zwar geben wir jetzt dazu 300 Gramm lauwarmes Wasser. Dann kommen dazu 2 Teelöffel Gemüsebrühe. Ihr könntet auch eure Paste dafür nehmen. Ein Teelöffel Salz. Ebenfalls da rein. Ein Viertel Teelöffel Curry. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Curry-Fan, aber ich probiere es einfach mal aus. Ein Viertel Teelöffel Curry, ein Viertel Teelöffel Kurkuma, ein Viertel Teelöffel Paprikapulver, Rosenscharf und ein Viertel Teelöffel Cayennepfeffer. Ich nehme jetzt also einen halben Teelöffel Paprika-Rosenscharf, weil ich Cayennepfeffer gar nicht im Haus habe. Ich nehme mir eigentlich immer nur Rosenpaprika. Und dann steht da eine Messerspitze Pfeffer, eine Messerspitze Ingwer, und eine Messerspitze Kardamom. So, und das Ganze soll jetzt 5 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 2 einmal schon vorköcheln. Also stellen wir uns ein, 5 Minuten, 100 Grad, ups, und die Stufe 2. So, in der Zwischenzeit, wo die Soße jetzt kocht, gucke ich einmal, was meine Nudeln machen. Und habe mir jetzt hier schon mal eine Pfanne aufgestellt mit ein bisschen Öl. Denn da werde ich jetzt auch gleich das Gemüse drin anbraten. Übrigens steht auch als Tipp, wenn ihr keine Lust habt, das Gemüse zu schnibbeln, könntet ihr auch einfach alles in relativ kleinen Stücken, 3 Sekunden auf der Stufe 5 im Thermomix zerkleinern. Aber ich finde, so sieht das Ganze einfach ansprechender aus, wenn ihr das ein bisschen mit der Hand schnibbelt bzw. im Julienne-Schneider. Was ich mir auch schon mal parat gestellt habe, ist Creme Fraiche, denn davon brauchen wir auch gleich noch 100 Gramm und etwas Schnittlauch und Petersilie. Und dann ist unser leckeres Essen eigentlich auch ganz schnell fertig, finde ich. Also ich finde das echt super, das Rezept. Das Einzige, was eben ein bisschen dauert, ist die Vorschnibbelarbeit. Und dann geht das echt ruckzuck. So, ich brate mir jetzt das Gemüse schön ein paar Minuten von allen Seiten ein bisschen an. Und wenn das soweit erledigt ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, das Gemüse ist jetzt gut angebraten. Da gebe ich jetzt die Nudeln hinzu und die Soße, die im Thermomix gekocht hat. Die riecht übrigens richtig, richtig lecker. Und 100 Gramm von Creme Fraiche kommen jetzt mit da rein.
Und das Ganze wird einmal richtig ordentlich vermengt. Also ich schaue jetzt, dass ich das Creme Fraiche in der Soße erstmal ein bisschen auflöse. Und dann schaue ich, dass ich alles schön miteinander verrühre. Ihr solltet gucken, dass ihr das hinbekommt, ohne alles zu verkleckern, so wie ich. Das lasse ich jetzt noch mal ganz kurz aufkochen und gebe jetzt gleich den Schnittlauch, beziehungsweise bei mir wird es jetzt nur Petersilie sein, darüber. Und das riecht super, super lecker. Lecker, lecker, wie das duftet. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig klasse aus. Ich werde das jetzt noch ganz kurz ein bisschen aufkriechen. Ich mache jetzt aber schon den Herd aus, werde das dann auftun und dann probieren wir wie immer zusammen. So, meine Lieben, so schaut das Ganze jetzt aus. Es riecht auf jeden Fall schon mal mega, mega lecker. Und ich habe jetzt noch einen Klecks Creme Fraiche oben drauf gegeben, einfach für so einen kleinen frischen Kick. Und jetzt probieren wir einfach mal zusammen. Ich bin ja auch schon gespannt. Super lecker. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht zu viel Salz wäre oder so. Dadurch, dass auch 2 Teelöffel Gemüsebrühe drin sind. Aber es passt jetzt am Ende perfekt zusammen. Super. Also ich kann euch nur ans Herz legen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich finde es super lecker. Wir lassen es uns jetzt schmecken und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch auch einfach ein Abo da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!